Hallo meine Freunde und wieder mal herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial oder zu einer neuen Tutorial-Serie, sollte ich sagen. In dieser Tutorial-Serie wird es um Computerarchitektur gehen, beziehungsweise im Genauen eben über generell wird es gehen um logische Gatter und im Speziellen um das Programm Logisim hier. Also ich werde mit diesem Programm arbeiten. Ich bin hier jetzt mal auf der Website von Logisim, also wenn man einfach Logisim eingibt in Google und dann das erste Ergebnis nimmt, dann kommt man hierher. Dann kann man hier Logisim zum Datum, wo ich dieses Video mache, ist 2.7.1 das neueste, die neueste Version. Da können wir hier drauf drücken auf Download Logisim. Dann gehen wir auf die sourceforge.net Page von Logisim, laden das Ganze runter, einfach hier auf Download. Und führen die Exe, was wir dann herunterladen, aus. Das ist praktisch alles, was man machen muss dafür. Ja, und dann kann man eigentlich schon loslegen. Ich habe das jetzt hier schon offen, mit einem Beispiel praktisch. Aber ich möchte zuerst mal zu den Grundlagen praktisch kommen. Es gibt generell, also wie jeder CPU aufgebaut ist, es gibt logische Gatter. Wir können uns hier vorstellen, das hier sind einfach Schalter mehr oder weniger. Also wenn wir das jetzt auf die elektronische Welt umlegen, auf die tatsächliche echte Welt, wo man das auf Platinen stecken würde oder so, dann hätten wir hier eben einen Schalter, den wir ein- oder ausschalten können. Also hier ist eine 0 oder ein 1. Das wären zum Beispiel, oft wird verwendet 9 Volt, wenn es eine 9 Volt Batterie ist, oder bei einem Prozessor sind es glaube ich 2,5 Volt oder so, die dann eben hier durchfließen. Also hier hätten wir 0 Volt und zum Beispiel 5 Volt. Wieder 0 Volt, 5 Volt und so weiter. Und das passiert hier auch. Also 0 Volt, jetzt 0 Volt bei beiden, dann 5 Volt und 0 Volt, dann haben wir 5 Volt und 5 Volt und hier haben wir jetzt auch 5 Volt. Also das sind praktisch im echten Leben unter Anführungszeichen dann Transistoren, die diese durch verschiedene in Serie oder Parallelschaltung dieser Transistoren können eben diese Gatter erzeugt werden. Also zum Beispiel ein AND, wenn ich mich jetzt nicht täusche, sind zwei Transistoren in Serie und ein OR-Gatter sind zwei Transistoren im Parallel zueinander. Das werde ich aber später noch alles erklären, was diese Gatter jetzt wirklich machen. Ja, dieses ganze Kapitel, mehr oder weniger, bezeichnet man grundsätzlich als logische Operationen, mehr oder weniger. Ich denke, Operationen wäre ein richtiger Ausdruck dafür. Und ja, wie ich schon gesagt habe, jeder Prozessor beziehungsweise jedes Gerät eigentlich, wenn man so will, jedes Gerät, was irgendeine Logik besitzt, und das ist heutzutage eigentlich fast jedes Gerät, besitzt eben solche oder besteht aus solchen Gattern. Ja, also wie gesagt, man könnte das Ganze auch in der analogen Welt praktisch machen. Dann würde das genau dasselbe sein, aber es ist eben umständlicher und weil man eben immer die Transistoren richtig aufstecken muss. Es gibt zwar ICs, also integrierte Schaltkreise mit den jeweiligen Gates, die schon drinnen sind, also die steckt man dann einfach rein in sein Breadboard oder in seine Platine und hat dann dort sein logisches Gatter, was man haben möchte, gleich 4 oder 5 Mal. Das ist aber, ja, auf jeden Fall umständlicher wie in der digitalen Welt, und wenn man nicht gerade einen Hardware-Prozessor bauen will, dann braucht man das auch eigentlich nicht, weil es hier in der digitalen Welt eigentlich genauso funktioniert und man sieht eben deutlich den Vorteil. Also anstatt dass ich jetzt einen IC bestelle mal im Internet, wenn ich keine habe, den dann nach Hause geliefert bekomme, das kann unter Umständen bis zu 2 Wochen dauern, da muss ich mal die Dokumentation mehr durchlesen, welche Pins welche sind, da muss ich schauen, dass ich das mit der richtigen Spannung, mit der richtigen Stromstärke betreibe und so weiter. Hier machen wir einfach das hier und drücken hier und haben das Gate. Das Ganze ist komplett kostenlos, also es kostet jetzt in der analogen Welt auch nicht so viel, also so ein Baustein kostet 2 Cent maximal, aber es ist doch was. Und ein weiterer großer Vorteil ist, dass man hier praktisch nicht auf Größe beschränkt ist, mehr oder weniger. Also man kann hier eigentlich unendlich viel bauen, soweit ich weiß. Das einzige Problem ist halt, dass man
das Ganze dann nicht einsetzen kann. Also wir können uns hier keine Grafikkarte aufbauen und die dann irgendwo ausdrucken oder so. Also das müssten wir dann logischerweise auf einem Hardware-Ding, auf einer Platine zum Beispiel, realisieren. Ja, aber zum Üben ist das natürlich optimal, weil wir hier einfach da Sachen einfügen und löschen können und einfach so herumspielen und die Parameter mal schauen, was das Ganze macht. Das ist natürlich sehr praktisch dafür. Ja. Und LogiSim grundsätzlich ist, denke ich mal, das am weitesten verbreitete Programm für diese Anlässe oder für diesen Anlass eigentlich. Ich hätte, um ehrlich zu sein, kein anderes wirklich vergleichbares Tool gefunden. Also dieses Tool ist schon sehr, sehr groß, mehr oder weniger. Und hat ein ziemliches Monopol am Markt, mehr oder weniger, weil es ist ja, also es gibt ja keinen echten Markt, weil das Ganze ja gratis ist, aber es hat ein ziemliches Monopol. Ja, mal zur grundsätzlichen Funktionsweise dieses Programms. Man hat hier, wenn man dieses Programm aufmacht, einige Auswahlmöglichkeiten, mehr oder weniger, was man jetzt platzieren möchte. Also hier links sieht man, das, was ich jetzt mit der Maus gerade so umfahre, ist eben praktisch die Toolbox. Da kann man hier zum Beispiel auf Gatter gehen, ein Endgatter anklicken und dann hier drinnen platzieren irgendwo. Mit Entfernen oder rechte Maustaste löschen kann man Objekte wieder löschen. Und dann gibt es hier noch einige andere, auf die ich im Laufe dieser Tutorial-Serie eingehen werde. Hier oben sehen wir auch dieses Main. Das ist praktisch eine Schaltung. Also man kann dann zum Beispiel eine zweite Schaltung, nehmen wir an, ich möchte jetzt einen Speicher mir selbst zusammenstecken, dann stecke ich mir diesen Speicher zusammen, mache das in einer eigenen Schaltung und kann dann diese Schaltung als praktisch virtueller integrierter Schaltkreis in die Main-Schaltung hinein integrieren. Das werde ich aber in späteren Folgen alles noch herzeigen, wie das Ganze so funktioniert. Ja, dann gibt es eben Wiring, Gatter, Auswahlschaltung, alles Mögliche. Hier unten sehen wir dann die Eigenschaften des jeweiligen Objektes, was wir gerade angeklickt haben. Also wenn ich jetzt hier dieses Und-Gatter zum Beispiel anklicke, dann sehen wir hier Selection End-Gatter. Das ist komisch, weil dieses Programm zum Teil auf Deutsch und zum Teil auf Englisch ist. Hier ist nicht viel zu sehen. Man kann zum Beispiel bei diesem Schalter hier, hoppala, bei diesem Schalter kann man mehr sehen. Also beim Pin, eigentlich ist es ein Pin und kein Schalter. Die Ausrichtung, ob es ein Ausgang ist, wenn wir das auf Ja setzen, dann wird das als Ausgang praktisch notiert. Wir können hier die Datenbits setzen. Hier sind logischerweise dann die Breiten nicht kompatibel, weil es nur einen Bit als Input nimmt. Three State bedeutet praktisch, dass wir nicht, also wenn ich das jetzt, ich habe das jetzt auf Ja gesetzt, dass wir praktisch nicht nur 0 und 1, also hier können wir nur 0 und 1 auswählen. Und hier können wir 0, 1 und weg auswählen, also dass hier kein Strom drüber läuft, weil es gibt, sind eigentlich die meisten Systeme, die nicht wirklich mit 0 Volt arbeiten, sondern zum Beispiel mit 5 Volt und minus 5 Volt oder 5 Volt und 1 Volt, also dass praktisch die Konsistenz der Daten gewährt wird. Das bedeutet, es wird ein Unterschied gemacht, ob es 0 ist oder ob die Line aus ist, weil wenn die Line aus ist, dann ist irgendein Teil beschädigt oder es läuft gar nicht. Das ist eben nur so eine Simulation praktisch der echten Welt, brauchen wir aber nicht in unseren Simulationen. Wir setzen das einfach immer auf Nein. Ja, dann gibt es hier noch ein paar andere Optionen, die man so setzen kann. Ja, hier oben habt ihr mich schon etwas herumklicken gesehen. Das kann man hier mit STRG1, STRG2 und STRG3 herumswitchen hier oben zwischen diesen Sachen. Hier dieser braune Zeigefinger mehr oder weniger dient dazu, dass man eben zum Beispiel Schalter umschalten kann oder dann diese, vor allem diese Eingabegeräte, zum Beispiel Taster, Joysticks, Tastaturen, dass man die bedienen kann. Dieser Zeiger hier daneben dient dazu, dass man wirklich Sachen verschieben kann. Und dieses A, mit dem kann man einfach Text hinschreiben. Also zum Beispiel könnte man damit gewisse Segmente einer Schaltung
kennzeichnen, mehr oder weniger, oder generell einen Text, also wenn man jetzt zum Beispiel eine Schaltung als Download anbieten würde, eine kleine Anleitung dazugeben, wie das Ganze funktioniert und so weiter und so fort. Also da gibt es unzählige Möglichkeiten. Ja, was ich in diesem Video noch besprechen wollte, es wird eh schon ziemlich lang, ist, wie diese ganzen Gatter hier funktionieren, weil ich mir gedacht habe, also ursprünglich wollte ich so machen, dass ich in der ersten Folge jetzt hier nur die Funktionsweise des Programmes erkläre, aber ich habe mir gedacht, wenn ich schon dabei bin, dann kann ich auch die Gatter hier, also ich habe jetzt mal nur die normalen und nicht die invertierten Gatter auch. Das bedeutet, das sind, wenn wir hier auf die Gatter schauen, habe ich hier das AND-Gatter, das OR-Gatter, das und das XOR-Gatter und den Inverter. Ja, die werde ich jetzt mal nach der Reihe praktisch herzeigen, wie die so funktionieren und was die so tun. Also hier als erstes ganz oben haben wir den Inverter, der hat nur einen Eingang und einen Ausgang. Das ist das Schaltsymbol dafür. Dieser Kreis hier vorne, das könnt ihr euch schon mal merken, heißt eigentlich immer, dass der Ausgang negativ ist. Also sehen wir hier auch, wenn wir 0 reingeben, kommt hier 1 raus. Dieses dunkle Grün steht praktisch für 0 und dieses helle Grün steht für 1. Wenn wir hier jetzt 1 hingeben als Eingang, dann kommt hier 0 raus. Das bedeutet, dieses Gatter macht nichts anderes, als den Input einfach umzudrehen. Also wenn wir hier 0 haben, kommt 1 raus, wenn wir 1 haben, kommt 0 raus. Ja, das ist eigentlich schon ziemlich simpel gewesen. Dann kommt das AND-Gatter. Das ist eigentlich schon ziemlich selbsterklärend, was das macht. Das ist eigentlich bei allen ziemlich selbsterklärend, außer dem XOR. Das AND-Gatter macht nichts anderes, als wenn dieser Eingang hier und dieser Eingang hier an ist, dann ist der Ausgang an. Das bedeutet, ich habe hier 2 Eingänge oder ich kann auch bis zu 4 Eingänge, sieht man hier diese kleinen blauen Punkte, da könnte ich einen neuen Eingang dazu schließen und das funktioniert dann ganz genauso nur mit 4 Eingängen. Also wenn praktisch alle diese Eingänge hier, in unserem Fall nur 2, wenn die alle 1 sind, dann ist der Ausgang 1, ansonsten ist der Ausgang 0. Ist auch relativ einfach. Was ich jetzt schon mal dazu sagen werde, es gibt zu jedem Gatter eine invertierte Version. Also beim AND-Gatter wäre das sogenannte NAND-Gatter. Das ist, wenn wir hier das Schaltsymbol anschauen, wieder das genau das gleiche Symbol, nur mit diesem Kügelchen praktisch vorne dran. Und das steht eben dafür, dass der Ausgang negativ ist. Ich habe mir gedacht, es ist nicht so wichtig, dass ich die herzeige, weil es eben dieselbe Funktionsweise hat. Nur wäre es halt, müsste man sich vorstellen, dass hier statt einer 0 eine 1 ist, also beim Ausgang, und statt einer 1 eine 0. Das wäre das Funktionsprinzip eines NAND-Gatters. Ja, noch eine wichtige Information mehr oder weniger zum NAND-Gatter. Also wenn ihr jemals wirklich einen Prozessor baut, in echt, dann werdet ihr diesem NAND-Gatter ziemlich oft über den Weg laufen, weil das NAND-Gatter und auch das NOR-Gatter, die beiden sind sogenannte universale Gatter, weil man aus diesen beiden jedes Gatter machen kann. Also aus einem NAND-Gatter, aus genügend vielen NAND-Gattern kann man einen Inverter, ein AND-Gatter, ein NAND-Gatter, logischerweise ein NAND-Gatter, ein OR-Gatter, ein NOR-Gatter, ein XOR und ein XNOR, man kann also alles daraus machen. Das heißt, man könnte theoretisch, und man hat früher auch gemacht, kann man nur aus NAND-Gattern einen kompletten Prozessor zusammenbauen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie es bei den heutigen Prozessoren funktioniert, aber ich weiß, dass auf jeden Fall vor ca. 10 bis vielleicht 20 Jahren die Prozessoren wirklich nur aus NAND-Gattern bestanden haben. Ja, dann das nächste Gatter wäre das OR-Gatter, auf Deutsch OR-Gatter. Das ist auch ziemlich selbsterklärend, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn man einen der beiden Inputs hier einschaltet, dann ist der Ausgang auch 1. Wenn man beide einschaltet, ist der Ausgang wiederum 1, also einfach eins von beiden muss an sein, dann ist das der Ausgang 1. Relativ simpel. Ja, das XOR-Gatter ist dann schon wieder nicht so selbsterklärend. Ich werde jetzt einfach mal die Ausgänge praktisch die Eingänge durchschalten und wir werden mal beobachten, was so passiert. Also ich schalte mal den Eingang A, also das wird jetzt Eingang A und das Eingang B sein. Also A0, B0 kommt 0 raus. A1, B0 kommt 1 raus. A0, B1 kommt 1 raus. A1, B1 kommt 0 raus.
Was lernen wir daraus? Dieses Gatter ist ein ganz ein besonderes. Das gibt nämlich nur dann einen positiven Ausgang, wenn entweder der erste Eingang oder der zweite Eingang eins sind, aber nicht beide. Deswegen auch dieses X vorm OR, das steht nämlich für exklusives OR, also oder exclusive OR auf Englisch. Eben deswegen, weil das exklusiv für nur bei einem Eingang triggert, praktisch. Man kann sich das auch so vorstellen, dass das nur dann einen Ausgang gibt, wenn diese beiden Pins ungleich sind. Also wenn sie den gleichen Wert haben, dann bekommen wir 0. Wenn sie einen ungleichen Wert haben, also zum Beispiel 1 und 0, dann bekommen wir 1. Auch hier 0 und 1 bekommen wir auch 1. Hoppla. Ja, gut, das war es eigentlich schon zur Funktionsweise dieser Gatter, mehr oder weniger. Und ja, ich denke mal, dass es das war. Ich hätte nichts mehr zu sagen. Das Einzige, was mir noch zu sagen bleibt, ist viel Spaß mit eurem Logisim und euren Gattern und sonstigen. Und auf Wiedersehen.